So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Im letzten Part haben wir Teil 7.1 abgeschlossen und mit einem der traurigsten Tode wurden wir zurückgelassen, denn Dobby hat uns aus dem Verlies gerettet. Er kam spontan nach Teil 2 wieder und ließ sein Leben für uns. Dobby war ein guter Elf, sage ich dazu nur hoch, da werden wir gleich mal angegriffen. Ich glaube, es hackt. Naja, gehen wir auf jeden Fall weiter. Vergessen wir dieses abscheuliche Ereignis niemals, denn Dobby bleibt für immer in unserem Herzen. In Ordnung? In Ordnung. Ich habe, glaube ich, damals echt geweint im Kino, als dieser Tod passierte. Es war tragisch und da ist er mit der Socke oben dran auf dem Grab und die Socke fliegt von dannen und bleibt in der Scheibe kleben. Toll. Ein Pokal also. Ist einer der Horcruxe. Wunderbar. Wunderbar. Er will auf jeden Fall das Schwert. Er ist ein bisschen. Hab Bock, ne? Ja. Abscheulich. Abscheulichkeiten. Er sieht auch nicht viel besser aus. Naja, gut. Wie dem auch sei. Wir müssen einmal in das Verlies von Miss Lestrange, nicht wahr? Einmal in das furchtbare Verlies. Fällt gar nicht auf. Terry fällt sowieso nicht auf mit seinem Tarnumhang und irgendwie Griffhook oben drauf. Naja, nö. Wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Stürzen wir uns hinein nach Gringotts. In die tolle Zauberbank. Wie auch immer. Was wir denn machen? Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen, aber es wird schon wichtig sein, ne? Wir machen einfach mal. Wir schießen einfach mal querbeet. Ne, eigentlich will ich nicht querbeet schießen. Bei querbeet schießen bedeutet, dass wir auch irgendwas bekommen könnten, was wir nicht haben wollen. Von daher bitte nicht querbeet schießen, sondern einfach gekonnt schießen, sobald wir... Als ob ich das nicht getroffen hätte. Als ob ich das nicht getroffen habe. Also bitte. Ich bitte euch. Naja gut. Eins müssen wir noch. Das habe ich eigentlich getroffen, das eine. Aber naja. Ne? Aber naja. Wie das Spiel so will. Wie das Spiel eben meint. Jetzt aber bitte. Dankeschön. Dankeschön. Werte Damen und Herren. Dass ich auch mal darf. So. Wo geht's denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Irgendwann werden wir schon abbiegen dürfen, ne? Genau. Wunderbar, wunderbar. Einmal rein ins Verlies. Einmal rein in das Gute. Auch eine komische Bank. Stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal, wenn du an dein Konto willst, erstmal mit so einer Lore fahren und hast extrem Bock. Einfach erstmal so eine halbe Achterbahnfahrt jedes Mal. Eine halbe Achterbahnfahrt jedes Mal, damit du an dein Konto kannst. Stell dir das mal in der realen Welt vor. Da werden viele Leute gar kein Geld bekommen oder gar kein Geld abheben, würde ich behaupten. Auch eine Variante, um Geld zu sparen auf jeden Fall, aber naja, ne? Dass jetzt nur der richtige Weg ist. Und so ein Drachen in der Bank hat eigentlich auch jeder. Also sollte einfach mal jeder haben. Ich weiß auch nicht, warum. Wer keinen Drachen in der Bank hat, ist schon komisch, oder? Wer keinen Drachen in der Bank hat, ist schon ein bisschen weird. Weird Flex Brody, kann man dazu nur sagen eigentlich. So, was soll ich jetzt hiermit? Ich habe dafür noch keine Verwendung, tatsächlich. Aber vielleicht kommt diese bald. Also, so ein Drache muss schon sein, einfach. Ich wollte das nicht haben. Ich wollte einfach hier mal meine Tasche rausholen, bitte. Einmal die große Tasche rausholen und schauen, was hier sich so befindet. Ah ja, natürlich. Na, was auch sonst. Ich habe auch immer so einen coolen Reitbull in meiner Tasche. Was ich nicht alles habe, wa? Drachen in der Bank. Muss jedes Mal so einen Umweg fahren zu meiner Bank. So eine halbe Achterbahnfahrt. Ist halt alles. Ein Bullen in der Tasche und was ich nicht sonst noch alles in der Tasche habe. Ein Drachen. Ach Mensch, so viele tolle Sachen in der Bank. Also hier fällt ein Dankraub besonders schwer, denke ich. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe noch nie einen einfachen Bankraub begangen. Aber ich glaube, hier ist es dann doch nochmal ein bisschen schwieriger. So würde ich jetzt mal so in den Raum stellen.
Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber... Schwierig. Schwierig, sage ich dazu nur. Naja, friss erstmal. Ja. Ah, stimmt. Vielfältigung sauber und so, ne? Wir entsinnen uns. Wir entsinnen uns. Hier wird alles ein bisschen voll in Kürze werden. Joa. Houston, wir haben ein Problem. Da oben ist der richtige Kelch. Ich sehe ihn schon. Da oben ist der richtige Kelch. Wir sehen ihn doch schon eigentlich. Einmal Lumos hier machen. Wird schon nicht ganz verkehrt sein. Oder auch doch. Ach, keine Ahnung. Kommen wir schon mal nicht ran. Hier kommen wir schon mal erstmal nicht ran. Schlange lassen wir auch Schlange sein. Ist in Ordnung. Hier ist ein Schüler in Gefahr. Den kann man retten, wenn man das nötige Kleingeld dazu hat. Haben wir aber gerade nicht. Von daher ist mir scheißegal. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ist mir gerade egal. Und nun? Bring mir diese Schwerter hier drin. Bring mir die irgendwas? Was sind die Schwerter da drin? Jetzt mal ehrlich. Ich hätte ganz gerne einen Weg hier hoch, aber ich darf nicht. Warte mal, der hat doch. Der ja doch. Ich wollte gerade sagen, der ja doch hier was ganz Besonderes, ne? Bringt uns aber auch nicht viel. Wenn wir nicht vorher das hier mit Lumos kaputt machen können. Ah, warte mal. Ah, run. Ron und Weasley. Wo ist dein Licht? Irgendwo hier muss es Licht geben, was ich klauen kann und entsprechend woanders hinbringen kann. Da ist was für den Deilluminator. Ich sehe es doch schon. Ich sehe es ja quasi. Stimmt mal das hier mal. Vielleicht kann ich hier das Licht klauen. Vielleicht kann man da ja das Licht klauen. Funktioniert das? Nee, schade. Ich dachte vielleicht. Vielleicht hätte man ja machen können, aber nein. Vielleicht muss ich es aber auch erstmal noch weiter zerstören. Das macht vielleicht Sinn. Einfach nur ein bisschen weiter zerstören. Zerstörungswut walten lassen und so. Ist immer eine gute Idee. Ist immer eigentlich eine gute Idee in Lego-Spielen. Zerstörungswut walten zu lassen. Sag mal hier, einen tollen Vogel, der sich auf die Schlange setzt. Das Lieb vom Vogel und Schlange oder so. Tribute von Panem. Warum gibt es eigentlich kein Lego-Tribute von Panem? Das wäre doch auch eigentlich mal noch so eine Sache, oder? Die man eigentlich mal umsetzen könnte. Jetzt gerade, wo der nächste Teil so kommt, hätte ich das für gar keine so verkehrte Idee. Es kommt ja jetzt noch irgendwie die Vorgeschichte oder so. So ein Lego-Tribute von Panem hätte ich Bock drauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und bietet sich ja auch an. Hat genug Teile, ist eigentlich eine coole Sache so. Twilight Tales, wenn ihr das hören solltet, oder meine Zuschauer, schickt einfach eine Nachricht an Twilight Tales. Wir haben Bock auf Lego-Tribute von Panem. Blau, gelb, rot und grün. Blau, gelb, rot und grün. In der Tat, ich kann Farben. Ich kann schon Farben ganz gut. Manchmal. Manchmal klappt das mit den Farben. So, einmal hier nochmal ein bisschen Bergwerk erstellen. Auch schöne Sache, nicht wahr? Schöne Sache, Sherry, schöne Sache. Wie Hagrid immer mal wieder sagt oder betont. Gut, da haben wir jetzt aber hier Rons Lampe. So, den Illuminator rausholen bitte. Hol ihn raus, Ronald. Und dann machen wir einmal hier bitte an. Und dann machen wir was? Ah, okay, ich verstehe. Und dann ist da oben auch frei. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Hermione, kommen Sie mal ran. Ich wollte ihn jetzt eigentlich reinpacken und nicht, naja, wie auch sei. Ah, okay, wir können ihn auch einfach direkt zerstören, ja, klar. Das macht vielleicht am meisten Sinn. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Naja, wir haben ihn auf jeden Fall. Und er ist so ein Arsch und klaut das Schwert. Ja, ich erinnere mich dran.
Er war ein bisschen asozial, ne? Der olle Griffook. Der olle Sack. Traue niemals einem Kobold. Sage ich dazu nur. Dem Drachen können wir vielleicht trauen. Wir können ja vielleicht mal mit drauf fahren. Wir können ja mal eine Runde mit Fahrgelegenheit und so. Fände ich gar nicht so verkehrt. Fände ich gar nicht so verkehrt, die kleine Mitfahrgelegenheit. Ist bestimmt ein guter Drache. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nenne, aber es ist auf jeden Fall jetzt mein Drache. Ich nenne sie Dolores. Warte, nein. Dolores heißt Umbridge. So nennen wir sie nicht. So nennen wir ihn nicht. Wir nennen ihn Nepomuk. Keine Ahnung. Ich bin nicht gut im Drachen benennen. Ich habe nicht so viele Drachen, die ich kenne tatsächlich. So, er kann doch hier krasse Sachen machen, ne? Sag ich ja. So, wo bekomme ich jetzt Licht her? Für Ronald? Da zum Beispiel. Komm doch mal her, hier, du kleiner Mistkobold. Bogrot. Bogrot also. Na gut, dann mach du mal Bogrot. So, bitte gebe uns einmal Ronald Weasley. Ich hätte gern Ron natürlich. Alles andere kriegen wir erstmal, aber Ron, den gibt es zum Schluss. So, entziehen wir dem das Licht und bringen es auf die andere Seite. Und dann kann Herr Bogrot nochmal hier bitte einmal eine Runde drehen, sage ich mal. Damit wir auch die letzte Kette hier sprengen können. Oder rausziehen die Zierungsstäbe ja raus, bitte. Damit ist der Drache frei. Vielleicht, ja, ist er. Ist er frei. Ja, wunderbar. Unser bester Freund, der Drache. Nepomuk. Oder ist es ein Weibchen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der tot. Tja, so ist es nun mal. Manchmal ist das halt so, ne? Okay. Können wir weitere? Ich darf also weitere hier flambieren oder was? Wie schaut's denn aus? Hm? Nicht einfach raus? Nee, ne? Ach, da oben sind sie. Ich gerade frapp, was sind sie denn? Kleinen Biester. Aha, so bekomme ich sie. Okay, ich verstehe. Ich wusste gerade erstmal nicht so recht, wie ich sie bekomme. So, einer muss den Drachen steuern. Sorry. Einen haben wir schon mal. Da ist der nächste. Ich sehe ihn doch schon. Wie wär's mit Treffen? Kein Bock? Nee, habe verstanden. Dann halt nicht. So, nächster hier. Nächster Kobold ist futsch. Auch Kobold Nummer 3 ist futsch. Kobold Nummer 4 darf nicht lange auf sich warten lassen. Hallo, schieß doch mal in die richtige Richtung. Dankeschön. Und auch Kobold Nummer 5 darf bald das Zeitliche segnen, hoffe ich. Ich ihn sehe. Wenn ich ihn denn sehe. Kobold Nummer 5 hat gerade keinen Bock. Kobold Nummer 5 an Kasse 5. Sag mal, wo ist denn der letzte Kobold? Schießt einfach jetzt wild um mich. Der letzte Kobold erscheint nicht mehr, was soll das? Hallo, Kobold. Monsieur Kobold. Ich glaube, wir haben einen kleinen Softlock, einen kleinen soften Bug entdeckt. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Im schlimmsten Fall muss ich gleich das Level beenden und es nochmal spielen. Da ist er doch. Warum ist er nicht gleich da gewesen? Jetzt war er da und ich krieg ihn nicht mehr, oder was?
geht doch, meine Güte, ich dachte schon. War schon kurz davor, das Level zu beenden, tatsächlich, also das Level nochmal zu spielen. Aber naja, alles in Ordnung, alles gut gegangen. Weg mit unserem Freund Drachi. Einmal die Bank halb knien am besten, einmal die Bank beschädigen. Das ist so eine Drecksbank, ganz ehrlich. Kaum Zinsen und dann musst du noch so einen verdammten Weg hinter dich bringen. Wunderbar. Was eine Drecksbank. Na gut, wahre Zauberer sind wir mal wieder nicht geworden. Ein paar Schnellchen haben wir gesammelt. Und einen goldenen Stein gibt es oben drauf. Gut, Geschichte fortsetzen. Einmal wegfliegen bitte hier. Einmal weg von der ganzen Scheulichkeit. Immer diese Kommerzen-Idioten. Aber der Drache wirft uns einfach im Wasser. Natürlich. Natürlich. Und wir haben nochmal eine Vision vom Volvi. Diesmal das Konzentrieren nicht so gut geklappt, würde ich behaupten. Aber er weiß, dass wir die Horcruxe sammeln. Aber auch, wir wissen jetzt, wo der nächste Horcrux sich befindet. Aber das wäre sein erstmal zu Dumbledores Bruder. Der hieß nochmal wie? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas auch Tolles, total Ausgeflipptes. Percival oder so. Nee, ach, keine Ahnung. Das Diadem ist einer der Horcruxe. Genau. Dazu müssen wir nach Hogwarts. Gut, aber das soll jetzt erstmal von diesem Part gewesen sein. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn so ist, gebt gerne ein Däumchen nach oben, schreibt einen Kommentar und um nichts mehr zu verpassen, abonniert natürlich gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dann, sage Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye!